Großmodell ist es ja so, dass die Antarktis ja, also ein Kontinent ist, der sich am Südpol befindet, so wie sich eben die Arktis am Nordpol befindet als Kontinent. So wie sich eben die Arktis am Nordpol befindet als Kontinent. Zuschauer, in diesem Video möchte ich mich mit Teleskopen beschäftigen. Und zwar glaube ich, dass Teleskope fake sind. Dieses Teleskop, was ihr hier seht, ist das angeblich größte Teleskop der nördlichen Hemisphäre. Und zwar befindet sich das Teleskop auf La Palma, auf dem Roque de los Muchachos. Uns ist eben aufgefallen, dass das alles sehr verlassen wirkte. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass das das größte Teleskop ist und Wissenschaftler aus der ganzen Welt dort arbeiten, dann denkt man ja, dass da eigentlich einiges los sein müsste, aber es wirkte wirklich sehr verlassen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, wie dieses großartige Ding von innen aussieht. Warum erklären Sie uns nicht, wie Sie dort arbeiten und wie das ganze Teil funktioniert und wie man da die Sterne beobachten kann? Und ich glaube auch, wenn man dort als Besuchergruppe, also falls man es überhaupt schafft, dort reinzukommen, was ich bezweifle, dann würden Sie wahrscheinlich die Leute nur irgendwie rumführen und Sie würden aber nicht zeigen, wie Sie konkret arbeiten. Also ich glaube persönlich, dass dieses ganze Teil einfach nicht funktioniert, dass sie da eigentlich gar nichts machen. Was mich auch interessiert ist, es soll ja das modernste Teleskop sein. Und ich möchte jetzt bitte mal wissen, also mit was für einer Technik die arbeiten und wie das alles so funktioniert. Das zeigen die auch. Ich spule mal ein bisschen vor. Und zwar zeigen die jetzt hier den Arbeitsraum, wo sie die ganzen Daten verarbeiten und so. Okay. Also, ihr Computer von 1980. Und das Ganze sieht aus wie so ein Kellerraum. Okay, ja, alles klar. Also das, finde ich, sagt alles. Dieses, dieser hochtechnologische Arbeitsraum. Dort arbeiten die besten Wissenschaftler der Welt. Mit diesen Computern von 1980. Okay.